Hallo, herzlich willkommen zu diesem Video. In diesem Video werden wir uns mit dem Thema Business Intelligence oder BI und Big Data beschäftigen. Zur Motivation habe ich Ihnen diesmal zwei Dinge mitgebracht. Zuerst ein Video, das zeigt, wie Walmart Business Intelligence und Big Data Technologien nutzt. Hier unten im Video sehen Sie jetzt den Link zu diesem Video eingeblendet. Am besten pausieren Sie jetzt erstmal dieses Vorlesungsvideo und schauen sich zur Einstimmung das Walmart-Video an. Nachdem Sie jetzt gesehen haben, wie BI und Big Data bei Walmart aussieht, hier noch ein zweites Beispiel aus der Zeit, das ist jetzt schon älter, von 2014. Aber das ist eigentlich, finde ich, ein sehr anschauliches Beispiel, das zeigt, was man mit Datenanalyse in großen Datenmengen erreichen kann. Und zwar ist es die Geschichte, dass ein Handelsunternehmen, eine Supermarktkette, per Datenanalyse die Schwangerschaft einer Minderjährigen aus Minnesota erkannt hat, noch bevor das ihr eigener Vater tat. Ja, das ist dann aufgefallen, da man ihr bestimmte Produkte, wie zum Beispiel Windeln, angeboten hat. Das ist ein sehr plakatives Beispiel, aber das zeigt, welche Möglichkeiten die Datenanalyse bietet und auf der anderen Seite auch, welche Gefahren dadurch entstehen. Ja, was sie eben aus großen Datenmengen für Informationen ziehen können, und eben vielleicht auch Informationen, die sehr persönlich sind und die eigentlich nicht öffentlich werden sollten. Und genau mit diesen Themen werden wir uns jetzt im Folgenden beschäftigen. Starten wir als erstes mal mit dem Versuch einer Definition. Was versteht man unter Business Intelligence? Ja, ich habe hier mal eine Liste möglicher Bedeutungen mitgebracht, die stammt aus dieser Literaturquelle. Man kann Business Intelligence oder BI kurz gesagt als die Fortsetzung der Informationsverarbeitung verstehen. Informationsverarbeitung mit dem Ziel, für zum Beispiel eine Unternehmensleitung Informationen zur Verfügung stellen. Man kann BI als Informationslogistik verstehen, aus einer Informationsflut die wirklich wichtigen Informationen herausfiltern. Man kann BI aber auch so verstehen, dass es darum geht, eine möglichst schnelle und flexible Auswertung auf den existierenden Daten bereitzustellen. Genauso kann BI als Frühwarnsystem, ja, als Alerting verstanden werden. Eben auf der Basis von großen Datenmengen, die ich sammle, kann ich eben früh Warnungen erzeugen, noch bevor ich das vielleicht in meinem operativen Geschäft erkenne, dass gegebenenfalls zum Beispiel ein bestimmtes Produkt nicht mehr so gefragt ist. Klassische BI-Sicht ist Data Warehouse, also ich habe ein zentrales Ablageort für meine Daten und eine zentrale Verwaltung. BI kann eben auch Informations- und Wissensspeicherung sein. Ja, das spielt eng zusammen mit den Punkten, die wir zuvor gesehen haben. Und schlussendlich, wenn ich es mit so einer Informationsverarbeitungsbrille anschaue, kann BI auch ein Prozess sein. Beginnen von einer Symptomerkennung über eine Diagnose, ja, eine Therapie, also ich überlege mir ein Reporting und macht dann zukünftig basierend auf diesem Reporting Prognosen und auch eine Therapiekontrolle. Also alles das sind Sichten auf Business Intelligence. Wenn wir jetzt nochmal ganz am Anfang auf diese Veranstaltung zurückkommen, in der ersten Vorlesung dieser Vorlesungsreihe haben wir uns diese Pyramide der Informationsverarbeitung aus dem Buch von Laudon angesehen. Ja, und da gibt es eben die verschiedenen Ebenen der Informationsverarbeitung. Das sind die operativen Systeme, das sind die Management Information Systems und das sind die Führungsunterstützungssysteme. Ja. Und wenn man sich jetzt mal anguckt, diese Pyramide mit einem Blick auf Data Warehousing BI, dann sieht man, dass sowas wie Online Transaction Processing, also das Verarbeiten der einzelnen Transaktionen, das ist auf der unteren Ebene. Ja. Auf dieser unteren Ebene habe ich ganz häufig heterogene Informationssysteme, isolierte Datenquellen, werden wir gleich noch sehen. In der Warehouse befindet sich dann auf der mittleren Ebene Management Informationssysteme. Also in einem Data Warehouse werden die Informationen, die Daten aus unterschiedlichen Systemen zusammengebracht, so dass ich die Möglichkeit habe, darüber Auswertungen zu erstellen, um Entscheidungen zu unterstützen auf einer Management-Ebene. Ja, und auf der obersten Ebene, wenn wir hier auf so der strategischen Unternehmensführungsebene sind, dann gibt es halt das Analytics Processing und Data Mining Verfahren, die jetzt eben basierend aus den Datenmengen noch neue Informationen bereitstellen.
Das war jetzt relativ abstrakt. Schauen wir uns das Ganze mal am Beispiel von einem Handelsunternehmen an. Ja? Wenn man sich so ein Handelsunternehmen anschaut, ja, dann hat so ein Handelsunternehmen häufig zahlreiche Filialen in unterschiedlichen europäischen Ländern. Die Waren dieses Handelsunternehmens kommen von global agierenden Lieferanten. Ja? Die kommen genauso lokal aus Deutschland, von einem lokalen Lieferanten vielleicht für die Eier, bis hin zu einem globalen Lieferanten, der eben Kiwis und Mangos liefert. Und für das Management von einem Handelsunternehmen gibt es eine Reihe von geschäftskritischen Fragen. Ja? Zum Beispiel sowas wie, hoch sind die Verkaufserlöse für einen bestimmten Artikel in einem Land? Oder wie hoch sind die Erlöse in einem Monat oder in einem Quartal? Können sich das auch nochmal anders vorstellen? Wie hoch ist der durchschnittliche Umsatz abhängig von einer Fläche einer Filiale in unterschiedlichen europäischen Ländern an unterschiedlichen Standorten? Oder auch sowas wie laufen Promotions? Gibt es Aktionen, die dazu führen, dass wir einen höheren Umsatz machen? Und hier gibt es noch eine ganze Reihe von weiteren Fragestellungen. Das war jetzt erstmal nur als Beispiel gedacht. Um diese Fragen beantworten zu können, benötigen Sie jetzt natürlich die Daten aus allen Filialen europaweit in einem zentralen System. Und an dieser Stelle kommt dann wieder BI und Data Warehousing ins Spiel. Welche Daten entstehen denn da konkret? Am besten sehen wir das an einem Beispiel. Das hier ist ein Scan von einem Baumarktkassenzettel. Und an diesem Baumarktkassenzettel sieht man schon genau, welche Daten mit jeder einzelnen Transaktion, mit jedem einzelnen Einkauf bei einem Handelsunternehmen entstehen. Da gibt es zum Beispiel eine Reihe von übergreifenden Daten, zum Beispiel in welchem Markt, an welchem Tag. Aber es gibt auch die Informationen, zum Beispiel um welches Produkt es sich handelt. War das Produkt vielleicht gerade in der Werbung? Ja, könnte ich gegebenenfalls zuordnen, wenn ich die Informationen habe. Zu jedem Produkt gibt es eine Menge und einen Umsatz. Ja, und schlussendlich sehen wir, es gibt nicht nur diese einzelnen Daten, sondern es gibt sogar solche aggregierten Daten. Es gibt hier zum Beispiel die Informationen darüber, wie war die Endsumme. Und aus diesen Daten, die jetzt erstmal bei jedem Verkaufsvorgang erzeugt werden, kann man jetzt zusätzlich noch weitere Daten berechnen, zum Beispiel sowas wie ein durchschnittlicher Umsatz pro Kunde an einem bestimmten Tag oder einen durchschnittlichen Umsatz pro jedem Artikel in einer Filiale. Aber Sie sehen schon, das sind Daten, die sind jetzt erstmal nur für einen Vorgang in einer Filiale relevant. Wenn wir uns die Daten von einem Verkaufsvorgang nochmal ein bisschen abstrakter anschauen, dann erkennt man darin schon die Grundelemente von einem BI-System. Und das sind nämlich die Dimensionen und Kennzahlen. Was sind Kennzahlen? Bei Kennzahlen handelt es sich um irgendwelche numerischen Werte, die werden später das Zentrum der Datenanalyse bilden. Ja, und das sind häufig sowas auch monetäre Werte, Mengen, Erlöse, Gewinne und so weiter. Und diese Kennzahlen gibt es entweder in elementarer oder aggregierter Form. Also erinnern Sie sich nochmal an den Scan des Kassenzettels. Das sind zum Beispiel die Mengen eines bestimmten Produktes, der Einzelpreis und der Gesamtpreis der gekauften Menge. Außerdem gibt es Eigenschaften bei diesen Kennzahlen und diese Eigenschaften repräsentieren irgendwie einen Zustand oder einen Status. Eine Bestellung wurde abgeschlossen, ein Artikel wurde ausgeliefert, ja, oder ein Artikel konnte nicht geliefert werden, es kam zu einer Lieferverzögerung. Neben den Kennzahlen, die numerische Werte darstellen, gibt es auch noch Attribute. Das sind textbasierende Beschreibungen. Ja? Also, ein Produkt hat einen Namen, ein Kunden hat ein Kundenprofil. In dem Kundenprofil steht eben vielleicht sowas wie das Geschlecht und das Alter drin. Ja? Das sind Attribute, nicht numerische Werte, die aber genutzt werden können, um später Auswertungen in bestimmten Dimensionen durchzuführen. Und ich habe gerade schon den Begriff der Dimension verwendet. Ja? Eine Dimension ist jetzt eine Zusammenfassung von assoziierten Attributen. Und diese Dimensionen erlauben unterschiedliche Sichten auf die Kennzahlen, die wir hier am Anfang gesehen haben. Ja? Und Dimensionen können häufig irgendwie auch hierarchisch geordnet sein. Also stellen Sie zum Beispiel sich sowas vor wie ein Ort. Ja? Ein Ort kann erstmal eine Filiale sein. Höhere Aggregationsstufe ist dann vielleicht eine Stadt. Eine nächsthöhere Aggregationsstufe, ja, ist ein Postleitzahlenbereich, dann ein Bundesland, dann ein Land, dann vielleicht ein ganzer Kontinent. Ja? Also Dimensionen kann man aggregieren und irgendwie hierarchisch darstellen.
Genauso geht das mit Produkten. Ja. Sie haben ein einzelnes Produkt, dann haben Sie vielleicht eine Produktgruppe und dann haben Sie wieder eine größere Produktgruppe, also ein Joghurt, dann Milcherzeugnisse, dann Erzeugnisse, die gekühlt werden sollen und so weiter. Und somit haben wir jetzt die Grundelemente von dem BI-System kennengelernt, das sind nämlich Kennzahlen und ihre Eigenschaften und die Attribute, aus denen man die Dimensionen aufbaut. Warum ist es jetzt ein Problem? Ja? Wieso haben wir überhaupt die Notwendigkeit eines Data Warehouse oder BI-Systems? Wir haben doch Informationssysteme, die die Daten halten. Üblicherweise ist das eben so, dass in großen Unternehmen sehr viele verschiedene heterogene Systeme gibt. Ja, hier habe ich das mal versucht als Beispiel darzustellen. Ja, das soll jetzt hier wieder unser Handelsunternehmen darstellen und das Handelsunternehmen hat eben verschiedene Point of Sales, ja, Datenbanken, also das sind die Datenbanken, die die Daten enthalten über die einzelnen Transaktionen. Da gibt es eine einzelne Datenbank für London, es gibt eine für Paris und Rom, ja. Jetzt nur mal beispielhaft. Es gibt eine eigene Datenbank, die die ganzen Artikel enthält oder ein Informationssystem. Es gibt ein eigenes Informationssystem über die Lieferanten vielleicht in den unterschiedlichen Ländern. Und sie benötigen Daten aus all diesen Datenbanken oder Informationssystemen, um die Informationen, die sie eigentlich erreichen wollen, ableiten zu können. Nämlich, wie ist der Umsatz für einen bestimmten Lieferanten oder für eine bestimmte Produktgruppe? Und genau aus diesem Grund baut man dann ein Data Warehouse auf. Das Data Warehouse sorgt jetzt dafür, dass die Informationen aus diesen unterschiedlichen Informationsquellen, ja, diesen verschiedenen Informationssystemen oder Datenbanken in ein Data Warehouse dupliziert werden. Und das Data Warehouse ist dann genauso aufgebaut, dass insbesondere analytische Auswertungen unterstützt werden können. Also ein Data Warehouse hat eben andere Anforderungen als so ein, zum Beispiel so ein Point-of-Sale-System. In einem Point-of-Sale-System müssen Sie eben schnell Transaktionen ablegen können. In einem Data Warehouse wollen Sie Transaktionen nach unterschiedlichen Dimensionen auswerten können. Und so ein Data Warehouse bietet dann schlussendlich die Basis, um ja, verschiedene Reports zu erstellen, um Data Mining durchzuführen und so weiter. Was man hier in dieser Grafik auch schon sieht, ist, dass durch so ein Data Warehouse zum einen die operativen Daten und die Daten, die für analytische Auswertungen verwendet werden, getrennt werden. Ja, man hat unterschiedliche Anforderungen an die Informationssysteme, an diese Daten. Deshalb macht es auch Sinn, die in unterschiedlichen Informationssystemen zu verarbeiten. Wie werden jetzt die Daten in so einem Data Warehouse oder in so einem BI-System gehalten? Die grundlegende Metapher, die man dafür verwendet, ist so ein Würfel, so ein Informationswürfel. Das habe ich Ihnen versucht, mal hier darzustellen. Ja? Das ist erstmal jetzt nur eine ganz einfache Einführung. Stellen Sie sich eben vor, Sie haben unterschiedliche Dimensionen, nach denen Sie die Daten sich anschauen können. Das kann zum Beispiel das Produkt sein, der Ort oder die Zeit. Ja, und in diesen Dimensionen haben Sie dann verschiedene Kennzahlen, die sind hier als ein Punkt in so einer Ebene dargestellt. Und wie wir schon gesehen haben, diese Dimensionen, die lassen sich üblicherweise aggregieren. Ja, ich kann zum Beispiel die Produkte nach Produktgruppen aggregieren. Ich kann die Zeit nach Tag, Monat, Jahr aggregieren. Oder ich kann den Ort nach Region, Land oder Kontinent aggregieren. Diese Sicht auf die Daten, also diese multidimensionale Datenmodell, das ist genau die Basis von BI-Systemen. Man kann sich das eben vorstellen, dass die Daten als so eine Art Würfel dargestellt werden und diese Datenwürfel erlauben einem dann sehr flexible Auswertungen. Zum Beispiel kann ich dann damit so eine Auswertung machen, wie war der Umsatz im Jahr 2016 in der Region Deutschland, Schweiz, Österreich, also der Dachregion für das Produkt Nutella. So, jetzt haben wir uns das Datenmodell mal angeschaut, ja, ganz, ganz abstrakt, diese multidimensionalen Würfel. Und auf diesem multidimensionalen Würfel kann man jetzt eben analytische Auswertungen machen. Hier nochmal als Wiederholung, den Begriff OLAP steht für Online Analytic Processing und da geht es genau um die multidimensionale Auswertung von Daten, die wir zur Verfügung haben. Was umfasst dieses OLAP? Da geht es um individuelle Analysen. Ja. Man braucht eine grafische Oberfläche, die es eben einem ermöglicht, auch unterschiedliche Analysen durchzuführen, die man vielleicht vorher noch nicht vorgedacht hat. Insbesondere
stellen solche OLAP-Tools sicher, dass ich keine Programmiererwissen benötige, ja, dass ich keine SQL-Anfragen schreiben muss, um eine Frage zu bewerten. Und Zielsetzung ist, das ist für Benutzer, die eben auf so einer Entscheidungsebene sind. Ja, und typische Szenarien, was man damit unterstützt, sind zum Beispiel solche Rankings. Was sind die besten 10 Produkte in einer bestimmten Region? Vergleiche, ja, wie verhalten sich der Umsatz von unterschiedlichen Vertriebsbereichen? Das war jetzt die Zielsetzung. Wie geht man üblicherweise vor, um so einen OLAP-Bericht zu erstellen? Ja, man wählt in dem ersten Schritt die Kennzahlen aus, welche Kennzahlen sollen verwendet werden. Danach wählen Sie die Dimensionen aus, in welchen Dimensionen sollen die Kennzahlen dargestellt sein. Dann definieren Sie Filter auf diesen Dimensionen. Ja, ich will natürlich nicht alle Dimensionen sehen, sondern ich will zum Beispiel nur bestimmte geografische Bereiche oder nur bestimmte Produkte sehen. Und schlussendlich überlegt man sich dann ein Präsentationsformat. Ist das eine Grafik, ist das eine Tabelle oder vielleicht auch eine andere Darstellung? Und was da passiert, wenn solche Berichte erstellt werden für in einem BI-System für eine Analyse, das bezeichnet man auch als Slicing und Dicing. Und um was es da geht, das haben wir Ihnen hier nochmal dargestellt. Bei dem Slicing geht es darum, eine Schicht, ja, quasi so eine Ebene aus dem multidimensionalen Würfel auszuwerten. Zum Beispiel ein Artikel über die Zeit und alle Kunden oder ein Artikel über die Zeit und alle Regionen. Das Dicing nimmt dann nicht mehr alle Werte, sondern schränkt das jetzt noch weiter ein, also nimmt sich aus dieser ganzen Ebene des multidimensionalen Würfels jetzt einen Unterwürfel heraus, nämlich nur noch bestimmtes Jahr, bestimmte Region, bestimmte Artikel. Also hier ging man bei dem Slicing, Auswertung einer Dimension über alle Werte hat, hat man jetzt bei dem Dicing dann auch noch weitere Einschränkungen auf bezüglich mehrerer Dimensionen. Und das ist eben das grundlegende Vorgehen, das man hat. Also zum Beispiel bezogen auf einen Artikel nehme ich mir zuerst mal alle Werte und dann zerlege ich die weiter, also durch das Dicing, um die eben jetzt darzustellen, abhängig zum Beispiel von der Einschränkung der Zeit oder abhängig von der Einschränkung auf bestimmte Regionen. Und basierend auf dieser Basis, dieses Slicing und Dicings, kann man jetzt eben nochmal zwei Verfahren definieren, nämlich das Drill-Down und das Roll-Up. Was ist das? Das Drill-Down heißt weiter in die Daten reinbohren. Also Sie haben jetzt einen Unterwürfel, den Sie durch dieses Dicing erstellt haben und splitten den weiter auf. Wir nehmen noch zusätzliche Dimensionen hinzu, um die Daten, die wir bis jetzt schon haben, noch weiter zu analysieren. Schlussendlich verringert man dadurch das Aggregationslevel. Ja, wenn ich mir vielleicht zuvor nur eine bestimmte Kundengruppe angesehen habe, spalte ich jetzt diese Kundengruppe weiter auf. Oder wenn ich mir zuvor nur die Daten für einen Monat angesehen habe, spalte ich die jetzt weiter auf und vergleiche Wochentage mit Wochenenden. Und die umgekehrte Operation ist eben das Roll-Up. Das heißt, man nimmt jetzt bestimmte Dimensionen und aggregiert sie weiter. Bleiben wir bei dem Beispiel Zeit. Wenn ich durch mein Dicing auf die Ebene gekommen bin, dass ich jetzt alle Transaktionen immer auf Tagesebene aggregiert habe, würde ich durch so ein Roll-Up vielleicht die auf Wochenebene aggregieren oder dann auf Monats- und Jahresebene. Also, durch ein Roll-Up fassen wir Daten zusammen, ja, wir erhöhen die Aggregation, durch ein Drill-Down werden Daten weiter aufgespalten, also die Aggregation verringert. Die dritte Operation, die es jetzt noch gibt, ist das Rotieren des Würfels, also auch so Pivotierung genannt. Ja. Ich drehe eben eine Dimension, rotiere den Würfel um eine seiner Achsen, um dann eine andere Auswertung zu machen. Wenn wir vielleicht zuvor unseren Slice hier über die Artikel gemacht haben, rotieren wir jetzt den Würfel und machen jetzt den Slice über die Zeit, über zum Beispiel das ganze Jahr oder den ganzen Monat und haben dann die Artikel später als weitere Dimensionen, über die wir wieder schneiden können, um dann zu unserem kleineren Würfel, zu unserem Dicing zu kommen. So, und jetzt hier mal eine Übersicht über die grundlegenden Funktionen, die eben so allgemeine OLAP-Tools bieten. Ja. Grundeigenschaften, die haben wir schon besprochen. Da ist eben sowas drin wie die multidimensionale Sicht, verschiedene Zugriffsmöglichkeiten und so weiter. Es gibt Funktionen zur Dimensionenkontrolle, die eben dieses Drill-Down, Roll-Up und Pivoting unterstützen. Es gibt Funktionen zur Berichtserstellung. Ja.
Basierend aus meinen Daten kann ich dann einen Bericht erstellen, der auch häufig immer wieder regelmäßig erstellt werden kann, um eben ein Reporting über eine Zeit sicherzustellen. Bei einer Berichterstellung muss ich dann natürlich auch gucken, dass das mit ausreichender Performance geht. Ja, es nützt mir ja nichts, wenn ich so einen Bericht zwar erstellen kann, aber der braucht dann 10 Tage, bis er berechnet ist. Ja, und dann gibt es noch so Spezialeigenschaften. Extraktion fehlender Werte, Behandlung fehlender Werte, ja, Umgang mit nicht normalisierten Daten. Und für die Kernanforderungen an OLAP-Systeme gibt es auch ein schönes Akronym. Das sind die sogenannten FASMI-Regeln. Ja. Um was geht es dabei? So ein OLAP-System muss als erstes mal schnell sein. Fast. Ja. Also komplexe Anfragen sollten 5 Sekunden nicht überschreiten oder maximal 20 Sekunden. Ja. Das ist schon sehr lang. Sie wissen das selbst. Sie sind darauf trainiert im Internet. Alles, was länger als eine Sekunde dauert, dann wechseln Sie die Seite. Ja. Also der Benutzer erwartet schnelle Response, also fast. Das A steht für Analysis. Also es soll möglich sein, komplexe Analyseabfragen zu erstellen mit möglichst keinem Programmieraufwand durch den Benutzer. Das S steht für Shared. Also mehrere Benutzer müssen auf das System zugreifen können. Es nützt Ihnen nichts, wenn Sie das beste Data Warehouse haben und nur ein Benutzer im ganzen Unternehmen kann damit arbeiten. Ja. Das M steht für Multidimensional, also die multidimensionale Strukturierung der Daten, die wir gesehen haben in diesem Würfel. Und das I steht für die Information. Information. Dabei geht es darum, dass die Daten dem Anwender transparent zur Verfügung gestellt werden. Und so eine Analyse eben auch dann nicht durch irgendwelche Beschränkungen des OLAP-Systems beeinflusst werden soll. Ja, also es muss für den Anwender klar sein, wie kommt das Ergebnis zustande. Und das sind eben diese FASMI-Regeln, die als Kernanforderung an OLAP-System gelten. Fast, Analysis, Shared, Multidimensional und Information. Und damit haben wir jetzt so einen ersten Einblick in BI-Systeme bekommen. Der nächste Schritt ist jetzt, dass wir uns mit Big Data beschäftigen. Ja, was ist der Unterschied zwischen einem BI-System und Big Data? Was ist der Unterschied zwischen einem BI-System und Big Data? Big Data hat einfach neue Herausforderungen. Die sind so in den letzten Jahren immer größer geworden. Das eine ist eben das Thema, das wir gerade schon angebrochen haben, Geschwindigkeit. Man bräuchte eigentlich auch im Umgang mit extrem großen Datenmengen die gleiche Geschwindigkeit, die Sie in einem klassischen BI-System haben. Die Anforderung kommt dabei aus extrem großen Datenmengen, ja? Die Datenmenge ist so groß, dass sie nicht mehr auf einem System verarbeitet werden kann. Egal wie viel Geld Sie in die Hand nehmen, um das größtmögliche Datenbanksystem aufzubauen, Ihre Daten passen da nicht rein. Ja? Sie verwenden zum Beispiel auch verteilte Rechenkapazität von Cloud-Diensten. Und der dritte Punkt ist dann die Vielfalt der Daten, insbesondere auch das Ausweiten auf nicht strukturierte Daten. Ja? Wir haben jetzt nicht mehr nur die schön strukturierten Point-of-Sales-Daten, sondern es gibt Bilder, es gibt Texte, es gibt Sprachnachrichten, es gibt Nachrichten in Social Media, ja, wo die Benutzer sich über ihr Unternehmen unterhalten. Ja, es gibt Musik, es gibt Filme. All das sind Daten, die zukünftig auch verarbeitet werden sollen. Und das sind die Anforderungen, die eben an Big Data gestellt werden und die gehen über das hinaus, was man klassisch in so einem BI-System oder so einem Data Warehouse-System an Anforderungen hat. Ja, und da sieht man auch sehr schön die Evolution der Auswertung von Daten, ja, der Datenanalyse, diese klassischen BI-Systeme, die wir zuerst besprochen haben, ja, das ist BI und Analytics 1.0. Da hat man datenbankbasierte Systeme und arbeitet sehr stark mit strukturierten Daten. Big Data ist jetzt das, was man im Bereich BI und Analytics 2.0 und 3.0 sieht. Unstrukturierte Daten kommen hinzu und ja, auch webbasierte Daten, ja, also viel größere Datenmenge. Und dann spricht man von BI und Analytics 2.0. Und dann der nächste Trend oder die nächste Komplexitätsstufe ist jetzt ganz viele Sensordaten, mobile Daten, ja, nochmal höhere Datenmenge. Und dann sind wir bei BI und Analytics 3.0. Und wenn man sich eben diesen Bereich hier anguckt, dann spricht man von Big Data. Und durch diese Evolution kann man jetzt plötzlich auch irgendwie neue Funktionen unterstützen, neue Anwendungen, ja. Sei es dabei eben um sowas wie E-Commerce und Marktanalyse oder Smart Health Anwendungen, ja.
Analyse von großen Datenmengen, um zum Beispiel frühzeitig zu erkennen, wo habe ich denn gegebenenfalls ein Infektionsherd bei einer Pandemie. Ne? Und hier haben wir mal so eine Liste von aktuellen Forschungsfeldern. Die sind jetzt auch schon ein paar Jahre alt, aber Sie sehen, da geht es sehr stark in den Bereich unstrukturierte Daten, ja, Textanalyse, Webanalyse, Analyse von Netzen in sozialen Netzwerken und so weiter. Und mit diesen großen Datenmengen entsteht eine weitere Herausforderung. Ja, klassisch in einem BI-System hat man hier so einen klassischen Ablauf, wie so eine Analyse erstellt wird. Ja. Die Fachabteilung definiert die Anforderungen, die IT-Abteilung setzt diese Anforderungen um, die Fachabteilung nutzt diese Anfragen, die umgesetzt wurden, stellt fest, ja, und hat neue Anforderungen und stellt die dann wieder an die IT-Abteilung. Also das ist so ein Kreislauf. Man sieht, unterschiedliche Abteilungen beteiligt, IT und Fachabteilung, das ist eben ein sehr langsamer Kreis. Man muss quasi vorher wissen, welche Art von Auswertung man benötigt und dann kann man die Anforderungen, dann werden die umgesetzt. Wenn ich jetzt in so einem Big Data Umfeld unterwegs bin mit unstrukturierten Daten, dann ändert sich das, ja? Ich kann vorher nicht wissen, welche Anforderungen ich habe, welche Auswertungen durchgeführt werden sollen. Sieht da jetzt so aus, dass die Fachabteilung mit der IT zusammen die verfügbaren Datenquellen identifiziert und die IT-Abteilung die verfügbaren Datenquellen zur Verfügung stellt. Ja, die Fachabteilung kann jetzt auf diesen Daten ganz kreativ Berichte erstellen, ohne die IT mit ins Boot nehmen zu müssen. Was die Fachabteilung jetzt macht, sie stellt halt fest, dass vielleicht irgendwie neue Datenquellen benötigt werden und diese müssen dann wieder integriert werden. Und der Unterschied ist eben, dass man jetzt in so einem explorativen Umfeld unterwegs ist. Die Fachabteilung kann vorher nicht definieren, welche Daten braucht sie, aus welchen Quellen und welche Berichte, sondern man stellt erstmal Datenquellen zur Verfügung. Es wird mit den Daten experimentiert, ja, und stellt dann vielleicht fest, ich brauche neue Daten. Und vielleicht hier nochmal ein kleiner Hinweis, wenn Sie Richtung Vertiefungsmodule denken. Das ist genau sowas, was wir auch in unserer Vertiefung Digital Lab machen. Ja, da geben wir Ihnen eine Problemstellung, eine Datenmenge und Sie dürfen einfach mal loslaufen. Wir werden jetzt uns mal so ein paar Beispiele von Big Data Analysen angucken. Sehr oberflächlich, aber ihm einfach mal ein Gefühl dafür zu geben, was ist möglich. Das erste ist, finde ich total schöne Masterarbeit, nämlich die Textanalyse von Wörtern in Heavy Metal Texten. Ja, es gibt hier jetzt im Heavy Metal Umfeld verschiedene Kategorien, nämlich den klassischen Metal, Black Metal, Death Metal, Power Metal, Thrash Metal und Traditional Heavy Metal. Und im Rahmen von einer Masterarbeit wurde jetzt mal untersucht, was sind denn die häufigsten Begriffe, die verwendet werden. Die 10 häufigsten Begriffe im Death Metal sind zum Beispiel See, Soul, Ice, Life, Death, Feel, Pain, World, Come und God. Beim Thrash Metal ist es Death, Time, Bring, Life, Die, Blood, See, Fear, Fire und World und so weiter. Was man jetzt feststellt, wenn man sich das anguckt, ist, in all diesen unterschiedlichen Metal-Kategorien spielt der Begriff Life überall eine große Rolle, kommt in allen Unterkategorien in den Top 10 Begriffen vor. Können Sie sich vorstellen, um das hinzukriegen, ja, müssen Sie eine große Menge von Liedtexten analysieren und die auch irgendwie verstehen. Ja, Sie müssen entweder die Lieder durch irgendeinen Service selbst transkribieren oder Sie müssen auf eine Datenbank zugreifen und dann in dieser Datenbank entsprechend die Analysen führen. Frage, die man sich jetzt natürlich stellen kann, so what, was kann ich denn damit anfangen? Ja, jetzt weiß ich, dass live in allen Heavy-Metal-Texten vorkommt. Aber das ist eigentlich nur ein erster Schritt und es zeigt, was mit Textanalyse möglich ist, nämlich zum Beispiel sowas wie eine Sentiment-Analysis. Und ich habe hier so ein Beispiel mitgebracht, das ich selbst ausprobieren können, ja. Ich gehe jetzt auch direkt mal selbst auf diese Webseite. Ja, und das ist diese Webseite. Ja. Und was man hier machen kann, man kann mal ausprobieren zu sagen, basierend auf einem Text, wie wird denn dieser Text bewertet? Ja. Durch so ein Analyse-Tool, das von diesem Unternehmen bereitgestellt wird. Also ich mache das jetzt mit einem englischsprachigen Text. Ich habe das vorher ausprobiert, da funktioniert das etwas besser als mit einem deutschsprachigen Text. Aber es gibt natürlich auch Tools, die das für einen deutschsprachigen Text machen. Also, Info2 is the best lecture. Wenn wir das analysieren, stellen wir fest, dass nach einer kurzen Analysezeit das System sagt,
Zu 75% ist das ein positives Statement. Ja? Und wir können auch gucken, ob da irgendwie irgendwelche Fluchwörter drin sind. Das ist nicht der Fall. Jetzt können wir natürlich, vielleicht sind Sie nicht dieser Meinung, wenn wir jetzt sagen, I don't understand why I need to learn DPMN, wenn wir das mal analysieren. Ja. Puh, das sieht nach Hate aus. Würde ich jetzt vielleicht nicht ganz unterschreiben, das ist noch kein Hass, aber man sieht schon, dass es eher ein negatives kommt. Und ich verstehe nicht, warum muss ich das überhaupt lernen? Ja, ist negativ. Und jetzt versuchen wir mal noch was nochmal einen ganz anderen Fokus hat. Ich nehme einfach mal diesen Text, try a free demo. Ja, und wenn wir den analysieren, ja, sehen wir, das ist eher so ein neutraler Text. Ja. Und das ist eine Sentiment-Analysis. Die können Sie auf alle möglichen Texte anwenden. Und Sie können eben feststellen damit, ob in Social Media schlecht über Ihr Unternehmen geredet wird oder gut. Wie die Mitarbeiter Ihr Unternehmen vielleicht bewerten. Ja? Und können das eben verwenden, um unterschiedliche Use Cases umzusetzen. Ja? Probieren Sie das einfach mal aus. Ja? Verwenden Sie mal unterschiedliche Texte und testen mal, wie diese Bewertung dieser Sentiment-Analysis ist. Ein zweites Beispiel, das Ihnen eben mal zeigen soll, wie mächtig solche Big Data Analysen von unstrukturierten Daten sind, ist dieses hier. Das ist ein Beispiel von IBM, das einem erlaubt, Bilder zu erkennen. Ja? Ich nehme jetzt einfach mal ein Bild aus dem Marketing unserer Hochschule. Ja, das habe ich jetzt hochgeladen. Das ist ein Bild von dem C-Gebäude in der Eupener Straße. Und Sie sehen, nach einer kurzen Analysezeit bekommen Sie jetzt die Information, das ist ein graues Bild, ja okay, das ist jetzt noch nicht so spannend, aber das Bild enthält ein Gebäude und insbesondere auch ein Bürogebäude. Ja? Das ist schon mal sehr spannend. Diese Information wurde jetzt aus dem Bild extrahiert, ohne dass ich hier irgendwie weitere Informationen hinzugegeben habe. Suchen wir mal ein weiteres Bild. Das ist jetzt ein Bild unserer Bibliothek. Ja, wir sehen, ja, okay, das Bild enthielt viel Schwarz. Aber man erkennt, oder die Analyse sagt, das könnte sowas wie ein Essensraum sein. Ist auf jeden Fall ein großer Raum. Ja? Und man geht hier, oder die Analyse geht Richtung Restaurant oder Konferenzcenter. Trifft es natürlich nicht, ja? Ist der neue Lesesaal in unserer Bibliothek. Aber ja, man erkennt schon hier, wenn Sie das nicht wüssten und jetzt ohne weitere Hintergrundinformationen auf dieses Bild gucken würden, würden Sie wahrscheinlich auch nicht direkt Lesesaal in der Bibliothek sagen. Ja? Und dann verwende ich mal noch ein ganz anderes Bild. Das hier ist jetzt ein Screenshot, den ich aus einem S4HANA-System gemacht habe, mit dem ich gerade rum experimentiere. Und man sieht hier, das ist ein Fenster. Ja, hat irgendwas mit Computer oder System zu tun. Ja. Und Sie sehen, diese Klassifikation ist natürlich nicht eindeutig. Die ist immer mit irgendeinem Wahrscheinlichkeit behaftet. Wie wahrscheinlich ist das Ergebnis korrekt? Aber man kriegt schon sehr gute Ergebnisse für ein ganz breites Spektrum von Eingabedaten. Ja, ich habe jetzt von Gebäuden über Screenshots von irgendwelchen IT-Systemen Daten an diese Analyseplattform gesendet und habe eben entsprechend Einschätzungen zurückbekommen, um was es sich bei diesem Bild handelt. Und das zeigt eben, dass durch Big Data es möglich ist, jetzt eben neue Datenformate zu auszuwerten, nämlich nicht mehr nur strukturierte Daten, sondern Text, Bilder, Musik, Videos, alles das können Sie mittlerweile auswerten. Das war jetzt natürlich wieder nur ein sehr High-Level-Überblick über die beiden Themen. Wir wollten Ihnen einfach mal die Begriffe nennen und zeigen, was heute möglich ist. Natürlich, wie auch schon in den letzten Videos, kann das nur ganz High-Level-Überblick geben. Man könnte über diese Themen natürlich auch wieder eine komplette Vorlesungsreihe machen. Das war's für dieses Video. Danke für Ihre Aufmerksamkeit und bis zum nächsten Mal.